Mich, dass ich heute hier bei Ihnen virtuell in Göttingen in Ihrer Runde sein kann und gerade, dass ich bei Ihnen sein kann und sprechen kann, natürlich als jemand, der nicht den Hintergrund Ihres Fachs hat und der deswegen vielleicht eventuell hin und wieder ein bisschen andere Begriffe verwendet. Zögern Sie also nicht, auch wenn ich jetzt so einen Mini-Vortrag hier präpariert habe, der uns so etwa 20 Minuten, wenn es sehr lang wird, vielleicht eine halbe Stunde beschäftigen wird, gerne auch dazwischen zu fragen, wenn irgendwas unklar ist oder irgendwo was nacheruiert werden muss. Jetzt werde ich mal ganz schnell testen, ob ich den Bildschirm teilen kann. Also ja, kann ich. Sehr gut. Ich habe nämlich auch eine kleine Präsentation für Sie, die ich jetzt starte. Ja, ich habe vorab versucht, natürlich einzuschätzen. Jetzt muss ich ganz schnell noch die Palette mit Ihren Gesichtern ein bisschen überbewegen, weil sonst habe ich das Gefühl, ich rede so ins überhaupt nichts. So, jetzt sind Sie bei mir in der Palette etwas besser sichtbar. Prima. Ja, also ich habe vorher versucht, so ein bisschen abzuschätzen, wie die Schwerpunkte in Ihrer Runde sind. Und nach dem, was mir Martin Langner angedeutet hat und nach dem, was ich eben auf dem Blog der AG erspäht habe, glaube ich, dass es da sehr große Schnittmengen gibt in dem, was uns eigentlich interessiert und was uns im Projekt Neoklassiker eben schon geraume Zeit umtreibt. Ich habe deshalb meine Präsentation datenzentrierte Informationsextraktion und Wissensmodellierung im Wechselspiel genannt. Denn irgendwie sind wir alle mit der Herausforderung konfrontiert, wie wir informatisch zunächst mal opake Erkenntnisgegenstände in einer Verarbeitung dem Computer zugänglich machen können und das eben methodisch kontrolliert und reproduzierbar. Als Historiker liegt es mir, Dinge zu systematisieren. Bevor ich also über das Projekt selber spreche, lade ich Sie zunächst ein, mir auf einen kleinen Exkurs zu folgen. Und darin möchte ich der Frage nachgehen, was aus so einer eher informationstheoretischen Perspektive unseren Erkenntnisgegenstand, nämlich Objekte, überhaupt ausmacht und welche Vor- und Nachteile verschiedene Verfahren haben, um sie im Computer abzubilden. So, es springt noch nicht, aber jetzt ist es gesprungen. Ja, ich denke, Sie stimmen mir zu, dass wir im Computer immer mit Derivaten des Artefakts arbeiten. An ganz vielen Punkten tun wir aber so, als ob es eigentlich zwischen dem eigentlichen Objekt da draußen und der Repräsentation, mit der wir umgehen, keinen Unterschied gäbe. Und das meiner Meinung nach zu Recht, das ist eine sehr produktive Reifizierung. Einige von Ihnen kennen vielleicht die Installation, die ich Ihnen hier zeige, von Joseph Kossuth, One and Three Chairs, die uns auf eine recht vergnügliche Weise fragt, was denn das Konzept Chair hier eigentlich bedeutet. Ist es ein visueller Code? Ist es ein Code in der Sprache des Objekts? Ist es ein sprachlicher Code? Jede dieser Repräsentationsformen hat einen anderen Informationsgehalt. Man könnte auch sagen, jede hat einen Informationsüberschuss gegenüber der anderen. Und gleichzeitig erfordert sie einen eigenen Zugang, wenn ich Erkenntnisse aus ihr ziehen will. Natürlich sind Texte und Bilder nicht die einzigen Derivate von Objekten. Das wissen Sie wahrscheinlich viel besser als ich. Aber egal, ob jetzt eine chemische Analyse, ein 3D-Modell oder eine Spektralfarbenfotografie, der Mechanismus dahinter ist auf jeden Fall ähnlich. Jede Repräsentation ist eine reduzierte Form von Wirklichkeit. Jede Repräsentation hat einen Überschuss von Informationen gegenüber der anderen und jeder Wechsel von einer Repräsentationsform in eine andere ist mit Kosten verbunden und deswegen auch nicht immer möglich und schon gar nicht vollständig möglich. Das physische Artefakt kann ich zum Beispiel haptisch, olfaktorisch erleben. Der Text bietet mir dagegen ganz andere Zugänge. Er bietet mir Kontext, Maße, Größenangaben, symbolische Bedeutung, also Weltwissen, was ich brauche, um das Artefakt zu verstehen. Das Bild wiederum reduziert das Objekt, das ist schon mal klar, aus der dritten Dimension, die verloren geht, in die zweite Dimension. Aber gleichzeitig überbrückt es eben auch Zeit und Raum synchron. Ich kann mir im Katalog des Louvre Objekte ansehen, die mehr als 1000 Kilometer entfernt sind oder eben auch diachron, weil ich Objekte wahrnehmen kann, die verloren oder zerstört sind. Und weil ich Bilder und Texte mit dem Computer verarbeiten kann, kommt noch die Skalierung der Betrachtungsweise dazu. Meine Befähigung, physische Artefakte auf ihre Merkmale hin zu befragen, die ist doch sehr limitiert, schon rein mengenmäßig. Texte und Bilder kann ich im Computer dagegen in enormem Umfang verarbeiten. Dass ich
Bilder und Texte digital im Speicher des Computers vorliegen habe. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass sie für den Computer auch eine Bedeutung haben. Dazu bedarf es einer konzeptionellen Repräsentation. Das ist das, was Sie hier rechts auf Ihrem Bildschirm symbolisiert sehen, des Objekts, die eben normalerweise in einer formalen Beschreibungssprache erfolgt. Die spannende Frage ist also, wie komme ich von diversen digitalen Derivaten eines Objekts, sozusagen Digitalisaten erster Ordnung, zu so einer konzeptionellen Repräsentation? Und was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Wege vom Objekt zur konzeptionellen Repräsentation? Auf der einen Seite ist es ein modellierender Zugriff von oben sozusagen. Kontrollierte Vokabulare, Taxonomien, Ontologien. Der Vorteil dieses Zugangs ist, er ist sehr, sehr genau, er ist sehr, sehr strukturiert, er ist transparent, weil er ist im Grunde so, wie unsere herkömmlichen Wissensgenerierungsprozesse oder Erkenntnisprozesse auch sind. Und er ist gut für kleine Datenmengen mit sehr vielen Bedeutungsdimensionen, wie wir sie in den Geisteswissenschaften haben. Er hat natürlich auch einen Nachteil. Er verlangt viel Manpower, das heißt, er ist teuer. Er ist perzeptionsabhängig, weil Menschen Entscheidungen treffen müssen. Er ist langsam und er ist deswegen ganz schlecht mit großen Datenmengen. Die andere Möglichkeit ist ein Bottom-up-Zugang, wie ihn die Informatik vorschlägt. Das sind also statistische und probabilistische Modelle, die eben Bestandteil von datenzentrierten Verfahren sind, sagen wir Data Mining, Image Analysis, Natural Language Processing, deren Vorzüge da liegen, wo eben die menschlichen Verfahren gerade Schwächen besitzen. Sie sind schnell, sie sind billig, sie sind geschaffen für riesige Datenmengen, für Big Data und theoretisch sollten sie wiederholbar sein, als Verfahren in sich konsistent und im besten Fall generalisierbar. Das heißt, ich entwickle einmal ein Verfahren und kann es eben auf eine ganz andere Situation übertragen. Ihr Nachteil ist im Grunde ebenso offensichtlich und wahrscheinlich allgemein bekannt. Sie sind intransparent, sie werden im Allgemeinen als eine Blackbox behandelt. Sie liefern mir nur Korrelationen, aber nicht wirklich Kausalitäten, wie ich sie bräuchte in meiner Disziplin. Und sie erwarten relativ gleichmäßige Verteilung der Merkmale beim Training. Da kommen wir nachher nochmal bei den Herausforderungen drauf zurück. Wäre es also nicht toll, wenn es so eine Art Best-of-Two-Worlds-Approach gäbe, ein Weg, um die Vorteile beider Zugänge nutzbar zu machen? Und genau das ist die Frage, der wir im Projekt Neoclassica nachgehen. Neoclassica ist, wie der Name andeutet, ein Projekt, das geschaffen wurde, um die materielle Kultur des Klassizismus zu erforschen. Initial war das einmal meine Vision, dass man sowas schreiben könnte wie eine Globalgeschichte des Klassizismus und seiner Revival-Bewegungen. Also sowas von den Grand Devenirs des 18. Jahrhunderts bis zu Edwin Leutens Delhi oder dem stalinistischen Neoklassizismus in der Sowjetunion. Also Fragen wie, welche Artefakte verbinden sich in bestimmten Darstellungen mit bestimmten sozialen Gruppen? Gibt es Veränderungen, von denen die Forschung glaubt, dass es sie in Zimmer- und Stadtraumdarstellungen ausmachen kann, die man auch über große Materialkorpora nachvollziehen kann? Lassen sich Disseminations- und Austauschprozesse auch jenseits von Einzelquellen irgendwie nachweisen? Und wir haben relativ schnell gemerkt, das ist ein, ja, sagen wir mal, ein überambitioniertes Domäneprojekt, was in der Form zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, überhaupt nicht stemmbar war. Und wir haben uns hin entwickelt sozusagen zu einem Forschungsprojekt, das sich auf die Entwicklung von Methoden, von Instrumenten und von formaler Semantik hin konzentriert. Die Idee hinter Neoclassica ist, man muss diese zwei Zugänge, Wissensrepräsentation und Wissensextraktion, miteinander kombinieren. In unserem Fall ist das einmal eben eine Ontologie von klassizistischen Artefakten und auf der anderen Seite ein auf dieser Grundlage trainierter Klassifikator in dem Schaubild, was Sie haben, quasi die Ontologie so oben leicht nach rechts und der Klassifikator quasi ganz unten. Und von links kommt sozusagen Wissen rein. Da sind irgendwie die Glam ganz vage sozusagen imaginiert, die hier eben Artefakte, Bilder, Darstellungen und vielleicht auch Texte sozusagen liefern, auf deren Grundlage dann gearbeitet werden kann.
Also stellen Sie sich vor, dass das bei einem klassischen Machine Learning Ansatz in dem Schaubild hier so eine Spiralbewegung ist, diese Wissensgenerierung von oben außen nach unten innen im Zentrum. Dabei wird diese Methode der Wissensrepräsentation genutzt, um den Ausgangsdatensatz zu annotieren, mit dem wird dann ein Klassifikator trainiert und der wiederum kann dann genutzt werden, um aus dem Quellenbestand gezielt Informationen zu extrahieren, die im Zentrum in so einem Wissensgrafen oder einer anderen Datenbankform akkommodiert werden. Und darauf kann man dann eben in verschiedener Weise Reasoning machen. Also sprich, sag mir zum Beispiel, wie viele Stühle in Zimmerbildern durchschnittlich im Zeitraum von bis zu sehen sind oder so. Und ich würde Sie jetzt einmal gerne auf diese Spiralbewegung mitnehmen und Ihnen dabei diese einzelnen Komponenten, die wir quasi entwickelt haben, ein Stück näher bringen. Fange top-down an. Also die Ontologie, die formuliert die Spielregeln, nach denen wir das Objekt und seine Beziehungen zur Umwelt modellieren. Hier sehen Sie eine Visualisierung eines Teils der Taxonomie auf der rechten Seite, nämlich für Sitzmöbel. Es ist eine Taxonomie an dem Punkt und weniger eine Ontologie. Die Fotografien dienen natürlich nur der Illustration. Und rechts haben Sie dann, rechts, links von Ihnen aus gesehen, haben Sie ein kleines Code-Snippet in Turtle, das also die Klasse Fauteuil hier illustrieren soll. Jedes Konzept, hier eben Fauteuil, hat ein Label, das in verschiedenen Sprachen gehalten ist, sowie eine Beschreibung. Beide beruhen auf zeitgenössischen, also quellensprachlichen Konzepten. Das war mir als Historiker wichtig. Und werden von dort aus eben in einer Weise sozusagen kulturübergreifend generalisiert, weil wir eben feststellen, dass es verschiedene Semantiken zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten für Artefakte gibt, so wie sich eben auch die Artefakte selber zwischen Kulturen und Orten unterscheiden. Und Mobiliar im England, sagen wir das, ausgehenden 18. Jahrhunderts ist nicht dasselbe wie Mobiliar im Süddeutschland im ausgehenden 18. Jahrhundert. Das heißt, wir nehmen diese Begriffsgeschichte wahr und wir versuchen irgendwie einem kulturübergreifenden Anspruch bei der Formulierung der Ontologie gerecht zu werden. Was beschreibt die Ontologie nun? Die beschreibt nicht nur die Artefakte selber, sondern sie beschreibt auch deren konstruktiven Aufbau und ihre ästhetischen Merkmale, also spezifische Formmerkmale. Sie ist so aufgebaut, dass sie mit CDOC-CRM integriert werden kann und dass man sie auch auf verschiedene Thesauri mappen kann. Also sagen wir mal die Getty-Thesauri, AAT, ULAN. Aber es soll eben auch möglich sein, selbst erstellte Thesauri zu integrieren. Zuletzt haben wir an einem Thesaurus für Hölzer in Eskos gearbeitet, der dann einfach sozusagen mit hier integriert werden können soll. So. Wenn man das jetzt hat, man hat die Ontologie, man hat die Begriffe da drin, dann kann man die Ontologie erstmal als ein Steinbruch benutzen quasi und kann damit Objekte annotieren. Es gibt Annotationseditoren für Bilder fast wie Sand am Meer. Im Endeffekt haben wir festgestellt, dass es uns geht wie vielen Projekten. Es gibt die zwar wie Sand am Meer, aber keiner davon genügt den Begriffen oder den Bedürfnissen, die wir im Projekt haben. Um also diese Ontologie jetzt mit diesen visuellen Repräsentationen zu verbinden, haben wir selber einen semantischen Annotationseditor quasi programmieren lassen. Das war eine Studienarbeit, die am Lehrstuhl von Siegfried Handschuh, der jetzt in St. Gallen lehrt, durchgeführt worden ist. Und das erlaubt uns eben, manuell die Trainingsdaten zunächst mal zu annotieren. Wir können Polygone zeichnen und damit eben zum Beispiel, wie jetzt hier illustriert in dem Beispiel, verschiedene Flächen in unserem Bild markieren. Hier sehen Sie auch nochmal, was die Integration angeht. Da sehen Sie ganz oben E22 Man-Made Object. Das ist sozusagen der Punkt, wo wir uns dann in CDOC einklinken würden. Unterhalb kommt dann unser eigener Baum. Ziel ist es, dass man diesen Editor natürlich mit beliebigen Ontologien oder einem beliebigen Thesaurus nutzen kann, solange der in einer ADF-kompatiblen Form vorliegt.
Wenn ich jetzt also ein annotiertes Bildkorpus habe, das sehen Sie jetzt auf diesem Slide hier auf der linken Seite, dann mache ich das, was eben normalerweise in so einem Machine Learning Verfahren für Bildklassifizierung passiert. Ich spalte dieses Set auf, oben, wo Sie viele Bilder sehen, das Trainingsset, so hier eine 80-20-Verteilung in unserem Fall, unten dann ein Testset. Und dieses Trainingsset, das werfe ich dann in ein neuronales Netz rein. Und was macht dieses neuronale Netz? Das habe ich hier nochmal einmal rausvergrößert für Sie. Das ist ein VGG16-Layout. Das ist ein relativ simples Layout. Das, was im Moment meistens zum Einsatz kommt, ist wesentlich komplexer. Aber es ist schön, um einmal diesen Verdichtungsprozess, beziehungsweise in dem Fall ist es schon ein Klassifizierungsprozess, mit einem trainierten Netz zu verdeutlichen. Das heißt, wir haben unser Ausgangsbild, das sozusagen beim Training mit einem natürlichsprachlichen Label annotiert gewesen ist. Und das werfen wir jetzt hier in dem Fall in unser Netz rein. Das wird dann eben durchprozessiert, immer weiter verdichtet. Und am Ende steht dann die Ausgabe einer Wahrscheinlichkeit, dass dieses Bild zu einer bestimmten Klasse, die das Netz vorher gelernt hat, gehört. Schauen wir nochmal hier hin. Das wäre jetzt quasi die Visualisierung nochmal des Vorgangs, den wir eben hatten. Unten, also oben Netz trainieren, das ist ein bisschen unpräzise gemalt. Und unten dann etwas korrekter sozusagen den Klassifizierungsprozess als solche. So, jetzt haben wir die Ausgabe eines Textlabels. Und was kann ich machen? Ich kann zum Beispiel diese Erkenntnis, die mir der Computer hier geliefert hat, in ein Bild plotten. Hier sehen wir ein Chambre de la Garde aus dem Winterpalast in St. Petersburg. Und Sie sehen eben, dass der Klassifikator hier eigentlich recht erfolgreich war. Er gibt mir eine Konfidenzrate an, also wie sehr er darauf vertraut, dass das, was er gefunden hat, tatsächlich diese Klasse angehört, mit der es hier identifiziert worden ist. Und Sie sehen links ein Settee, also ein Sofa, in der Mitte einen Occasional Table, also einen Beistelltisch. Wir sehen eine Kommode, die identifiziert worden ist, und einen Stuhl. Die anderen Objekte im Zimmer sind nicht identifiziert, aber das ist in dem Fall auch korrekt, weil keines der Objekte, die jetzt hier hängen würden, von uns auch irgendwie trainiert worden ist. Wir haben also nicht Bilderrahmen oder Tür oder was Ähnliches in dem Fall trainiert gehabt. So, das war jetzt einmal ein Durchlauf sozusagen durch Neoklassiker als Verfahren. Und wenn Sie an der Stelle keine Rückfragen haben, würde ich zu epistemologischen Überlegungen übergehen, die sich sozusagen mit diesen Verfahren verbinden. Gibt es denn Fragen an dem Punkt von Ihrer Seite? Jetzt wäre ein günstiger Zeitpunkt, um sie direkt entgegenzunehmen. Ja? Vielleicht machen wir es so, dass Sie sich melden oder gleich reinsprechen. Wenn ich kurz darf. Yeah. Nur noch mal eine Verständnisfrage. Das heißt, sehe ich es richtig? Sie legen dann dem Programm ein Foto vor, wie das gezeigte. Mhm. Und dort werden die Objekte eigenständig erkannt. Also es zerlegt dann das Foto, die Vorlage, in die Bildbestandteile. Genau, also es gibt zwei Verfahren. Sie können einmal das Bild als solches klassifizieren. Wenn Sie jetzt also zum Beispiel ein Foto nehmen würden, auf dem nur ein Stuhl zu sehen ist, dann ist es eigentlich relativ überflüssig, diesen Stuhl, dieses Bild zu zerlegen, um an den Stuhl zu kommen. Sie können also das Bild als Ganzes klassifizieren. Damit könnten Sie zum Beispiel auch Genre oder Typen von Bildern klassifizieren. Und auf der anderen Seite ist es eben möglich, eine semantische Segmentierung innerhalb von diesem Bild vorzunehmen. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Das heißt, Sie sehen eine Zone und Sie sehen auch, dass zum Beispiel dieses Sofa, was Sie jetzt hier links haben, nicht vollständig erkannt worden ist, sondern es gibt einen Teil der Fläche, der offensichtlich genügt hat, um den Klassifikator davon zu überzeugen, an dieser Stelle im Bild schaue ich auf ein Sofa. Das sind also quasi diese zwei Zugänge. Ich kann das Bild als Ganzes klassifizieren oder ich kann eben Objekte segmentieren im Bild. Und das ist das, was jetzt hier in dem Fall geschehen ist. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Also Sie haben nur mit 2D-Bildern gearbeitet, also nicht mit 3D-Modellen, wahrscheinlich aufgrund der Verfügbarkeit der Daten. Oder würden Sie sagen, wenn Sie 3D-Modelle sozusagen von den Stühlen hätten,
Könnten Sie die Ergebnisse noch verbessern? Wahrscheinlich schon, aber... Ja, es wäre aber vermutlich methodisch ein anderer Zugriff, weil eben, da kommen wir gleich nachher noch bei den epistemologischen Herausforderungen nochmal drauf, weil eben jede dieser Medialisierungen, mit denen wir es zu tun haben, also sozusagen Bild als flache Modalität, Aufsicht, Vorlage, hat andere Herausforderungen und Voraussetzungen, um sie irgendwie sinnvoll klassifizieren zu können, als jetzt zum Beispiel 3D-Daten. Und ich muss ganz spontan sagen, ich wüsste auch nicht, wo es bereits jemanden gibt, der, vielleicht liegt das, wie Sie schon gesagt haben, an der Verfügbarkeit der Daten, wo es jemanden gibt, der bereits versuchen würde, Klassifizierungsprozesse innerhalb von 3D-Daten zu machen. Obwohl das sicherlich super spannend wäre, wenn man eben bei 3D-Daten auf die Form selber in einer ganz anderen Form zugreifen kann, als ich das jetzt bei flachen Aufsichtsvorlagen tun kann. Also wir machen das zum Beispiel mit antiken Terrakotten, direkt mit den 3D-Scans. Okay. Ist auch genau die Idee, ne? Das haben Sie ganz richtig gesagt, dass wir halt eben versuchen, direkt aus der Morphologie Informationen zu gewinnen. Super spannend. Das ist ein Projekt, das in diesem Schwerpunktprogramm das digitale Bild gefördert wird, wo die informatische Dissertation über automatisiertes Object Mining geht und die archäologische versucht, über die Kontexte überhaupt eine Bedeutung diesen Figuren zuzuweisen, um herauszufinden, wie man eigentlich Varianten zu definieren hat. Darf ich vielleicht auch fragen, wie groß Ihre Datengrundlage ist? Also ich habe immer gedacht, das seien gar nicht so viele Stühle, die es da noch gäbe. Und diese Fotos sind natürlich auch solche nachgestellten Bilder, also nachgestellte Ensembles, die heute vorhanden sind. Wie viele Fotos, in denen Sie diese Stühle suchen könnten, haben Sie und wie viele Stühle haben Sie? Ich würde es gar nicht so abstrakt trennen. Das würde mir jetzt ehrlich gesagt auch schwerfallen, wie viele Interieurdarstellungen in diesem Datensatz sind. Wir haben im Moment einige tausend Darstellungen und es sind zu wenige, deutlich zu wenige. Da werde ich nachher gleich nochmal drauf kommen, weil das eine der Limitierungen der Flaschenhälse ist, an die wir auch in diesem Projekt gestoßen sind, dass es eben aus verschiedenen Gründen, auf die ich nachher nochmal zu sprechen komme, eigentlich zu wenig Objekte gibt, um diese Verfahren in der Weise auszuspielen, wie sie ursprünglich angedacht worden sind. Aber da können wir dann tatsächlich vielleicht bei den epistemologischen Faktoren nochmal näher drauf eingehen, weil da habe ich, glaube ich, ein, zwei Slides genau zu diesem Problem. Ja, keine weiteren? Dann würde ich doch sagen, machen Sie mit dem zweiten. Nein, genau, dann mache ich weiter mit den Fragen. Entstehen dann sicher weiter. Mit Sicherheit. Mit den epistemologischen Überlegungen. Erstmal instrumentenbezogene Überlegungen. Das sind die, die sozusagen am neuesten vielleicht sind, weil die anderen, die sich sozusagen auf den Korpus oder auch auf unsere eigene Erkenntnisfähigkeit beziehen, das sind welche, die kennen wir schon aus anderen Zusammenhängen und Forschungszusammenhängen. Aber jetzt das mit dem Instrument ist neu und genau da sind wir an dem Punkt, den Sie auch schon angesprochen haben. Wir haben eben nur bigger data than we ever had. Aber wir haben nicht wirklich Big Data in dem Sinne, in dem es die Informatik oder die Data Science voraussetzen. Und das Problem, und da kann ein Problem entstehen, wenn ich eben, wenn eben diese Klassifikatoren eigentlich dafür gebaut sind, mit Big Data umzugehen. Die Stühle hat Martin Langner gerade schon angesprochen. Da haben wir dann eben eine Situation, dass ich in einem, sagen wir mal, größeren Haushalt des 19. Jahrhunderts vielleicht leicht auf 60 Stühle komme, weil schon allein irgendwie 12 an einem Speisetisch stehen. Dann gibt es noch die Side-Chairs, die irgendwie außenrum angeordnet sind. Aber ich komme vielleicht in diesem ganzen Haus nur auf 6 Kronleuchter. Das heißt, die Datengrundlage, die ich habe, ist nicht so schön wohlgeformt und so balanciert, wie das normalerweise bei den Trainingssets mit Millionen von Bildern aussieht, sagen wir mal Microsoft Coco oder was Ähnlichem, die Entwicklung dieser Verfahren zugrunde liegen und die eben normalerweise auch als Testbed für die Erprobung solcher Verfahren dienen. Die Herausforderung liegt also darin, wie man mit sehr kleinen
aber extrem hochdimensionalen, also viele Merkmale besitzenden Datenräumen umgeht, die eine extrem unbalancierte Klassenverteilung haben. Das ist ein Experiment, was wir ganz am Anfang durchgeführt haben, eben weil Sie auch schon den Umstand angesprochen haben, dass Sie hier Fotos von Stühlen gesehen haben und dass Sie gesagt haben, ja, das ist ja im Grunde reinszeniert, was wir da sehen. Das sind so Period Rooms, die im Museum rekreiert werden. Eines unserer Probleme war eben, komme ich gleich nochmal darauf, dass wir sehr wenige historische Darstellungen hatten und immer noch haben, mit denen wir eigentlich irgendwie lernen könnten und dass wir die am liebsten alle sozusagen als Testgrund dann auch da hätten, um zu erproben, ob das Verfahren denn tatsächlich funktioniert. Und eine der Überlegungen, die wir ganz am Anfang hatten, war, naja, vielleicht kann man ja statt dieser historischen Darstellungen eben die modernen Fotos der Objekte benutzen. Deswegen sehen Sie da auch überall Fotos. Und ziemlich am Anfang unserer Arbeit haben wir eben, deswegen sind die Zahlen hier auch sehr klein, also ziemlich am Anfang unserer Arbeit haben wir eben ein Vergleichsexperiment mit verschiedenen Medialisierungen gemacht. Das heißt, wir haben Fotos, historische Drucke und historische Gemälde beziehungsweise farbige Zeichnungen miteinander verglichen. Sie sehen hier eine Tabelle mit verschiedenen Institutionen. Aus jeder dieser Institutionen haben wir quasi einen Korpus zusammengestellt, das eben eine dominante oder vielleicht sogar exklusiven Bestand in einem Modus quasi repräsentiert. Aus dem Metropolitan Museum of Art haben wir eine riesige Menge von Fotos gesammelt, um dann dagegen zu kontrollieren, haben wir nochmal zwei Corpora zusammengestellt, die aus dem Victoria and Albert Museum und aus der Wallace Collection kamen. Und das haben wir dann eben auch noch verglichen mit historischen Drucken, also von Sheraton und von Heppelwhite, von denen es gedruckte Musterbücher gibt, die so in Schwarz-Weiß sind. Das sind die untere Zeile, die Sie da quasi sehen. Und schließlich noch ein Musterbuch, das können Sie sich so vorstellen, wie ein Hochglanzkatalog, den der Ebenist des 18. Jahrhunderts quasi in der Werkstatt liegen hatte. Und wenn dann eben Besucher, Kunden kamen, konnte man denen da, oder auch irgendwie neue Lehrlinge kamen, konnte man denen zeigen, was für grandiose Produkte das Haus herstellt und wie die idealerweise aussehen. Das ist zum Beispiel so eine kolorierte Zeichnung, die Sie jetzt hier in der Mitte zwischen den beiden Fotos sehen. So, und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben trainiert ausschließlich mit dem roten Korpus. Das heißt, alle anderen Corpora, die Sie sehen, sind absolut unabhängig von diesem Trainingskorpus. Das heißt, die sollten theoretisch in einem gescheiten Versuchsaufbau realistische Werte liefern, wenn man an denen den Klassifikator erprobt, der eben an diesem roten am Metropolitan Museum Corpus trainiert worden ist. Und dieser Metropolitan Corpus, der hat uns stellare Werte geliefert. Also die Mean Average Precision ist hier sozusagen ein Qualitätskriterium, das wird normalisiert angegeben auf einer Skala zwischen 0 und 1. Und wenn Sie dann 0,94 erreichen, dann sagen Sie, wow, das ist ja fast so gut wie die typischen Testsets, mit denen diejenigen, die den Algorithmus entwerfen, dann nachher ihren Algorithmus bewerten. Aber natürlich macht das misstrauisch. Man fragt sich um Himmels Willen, kann das sein? Und die zwei Testkorpora mit Fotos, die wir vom Victoria and Albert Museum und von der Wallace Collection hatten, die sind dann auch gleich in den Keller gegangen und haben eine deutlich schlechtere, immer noch sehr gute, aber meiner Meinung nach sehr viel realistischere Qualitätsmetriken geliefert, so 0,6, 0,69. Es geht in einigen Fällen auch noch besser, wissen wir inzwischen. Aber wir haben uns natürlich gefragt, was macht diesen Riesenunterschied aus? Eine der Gefahren, die man beim Machine Learning immer hat, ist das sogenannte Overfitting. Das heißt, der Algorithmus sieht beim Lernen ein Objekt zu oft und er lernt es im Grunde auswendig. Das heißt, da will man normalerweise aufhören. Da soll der Algorithmus gar nicht mehr weiterlernen, weil wenn er das tut, dann kommt in Bildhöhe sowas raus wie das, was wir hier sehen. Super Werte auf dem einen Datensatz, auf dem ich gelernt habe, und halt ganz miese Werte auf anderen Datensätzen. So, jetzt haben wir aber speziell dafür kontrolliert. Das heißt, wir haben die richtigen statistischen Verfahren angewendet. Wir haben geschaut, dass jedes Bild nur einmal im Korpus vertreten ist. Und wir sind dann schließlich zu der Hypothese gelangt, vielleicht
lag es ja gar nicht an Overfitting, sondern an so einem Side-Effekt von Overfitting, nämlich den, dass der Metropolitan Museum Corpus als einziger von allen Corpora mehrere Ansichten desselben Objekts zeigt. Das ist jetzt erstmal nicht falsch, das muss ich auch nicht sagen, das ist jetzt irgendwie defizitär. Es ist einfach eine Erkenntnis, wenn ich also mehrere Ansichten aus verschiedenen Blickwinkeln von dem Objekt habe, dann verbessere ich meine Klassifikationsergebnisse, aber nicht zwingenderweise halt so, dass ich das dann automatisch übertragen kann, wenn ich auf einem anderen Korpus dann diesen Klassifikator anwende. Und bei den Drucken sieht man es dann gleich, da sind wir bei 0,5 oder unter 0,5, da geht die Qualität gewaltig in den Keller. Und wir haben mal eine vorsichtige Hypothese formuliert, dass das wahrscheinlich mit dem Umstand zusammenhängt, dass dieser Klassifikator eben auch Farbflächen, Farbverteilungen und überhaupt eben irgendwie Farbe lernt und dass in diesen Musterbüchern, diesen gedruckten, eben einfach keine Farbinformation vorhanden ist. Und jetzt kommt das wirklich Interessante, jetzt kommt nämlich eben dieses Musterbuch, was auf der einen Seite sozusagen von den Outlines her doch recht ähnlich ist wie die gedruckten Musterbücher, die Drucke, auf der anderen Seite aber eben wieder diese Farbinformationen enthält und die auch von der Raumwirkung her, also Schatten naturalistisch gestaltet und ähnliche Dinge, eigentlich eher einem Foto wieder ähneln. Und siehe da, da ist die Qualität eigentlich, muss man sagen, sehr gut. Sie ist nämlich auf derselben Höhe wie Fotos, mit denen der Klassifikator vorher noch nie konfrontiert worden ist. Also 0,6 für die Fotos vom Orbit Museum, 0,69 für die von der Wallace Collection und hier das Bellanger Album solide in der Mitte 0,64. Das heißt, wir haben daraus geschlussfolgert, dass eben tatsächlich die Materialität, die Technik und die Medialität, die wir vor uns haben, eine Rolle dabei spielen, wie erfolgreich unser Klassifikator ist. Und da habe ich nochmal ein abschließendes Bild für Sie von Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, den wir hier eben in so einer Art Staatsbild in seiner Zeit, glaube ich, als Außenminister, als napoleonischer noch sehen. Und wo der Fauteuil, in dem er sitzt, eben in diesem Ölgemälde vom Klassifikator eine Konfidenzrate von 69% auslöst. Das heißt, es ist 69% sicher, dass hier ist ein Fauteuil. Und auf der rechten Seite sehen Sie eben den Schwarz-Weiß-Druck desselben Bildes. Und da sagt er mir Fauteuil, naja, bin ich mir irgendwie nur noch zu 31% sicher. Aber offensichtlich ist die Information, die da drin enthalten ist, eine andere, denn er ist sich zu einem sehr hohen Anteil sicher, dass hier irgendwo ein Sofa-Table steht. Den sehe ich nicht, aber das ist eben so ein False Positive, was man immer wieder auch haben kann. Aber ganz offensichtlich hat dieser Klassifikator trainiert auf diesen Datensatz Schwierigkeiten gehabt, mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern. Den ultimativen Test, nämlich nur auf Schwarz-Weiß-Bildern einen großen Klassifikator nochmal neu zu trainieren und den dann auf Schwarz-Weiß-Bilder loszulassen, den haben wir leider bis jetzt noch nicht geschafft. Aber die Schlussfolgerung ist, wir können mit Fotos trainieren und wir können damit auch zeitgenössische Darstellungen sinnvoll klassifizieren. Das war das Problem des Overfitting, kleine, hochgradig unbalancierte Corpora. Ein weiteres Problem ist das Blackbox-Problem. Wenn es um KI geht, dann steht im Zentrum meistens der Algorithmus selber, der böse, böse Algorithmus, der rassistisch ist oder irgendwelche anderen Dinge tut, wenn es meistens ein menschlicher Fehler ist, nämlich der Aufbau des Korpus. Aber es gibt noch ein weiteres Problem und das ist meiner Meinung nach eigentlich fast noch gravierender und soweit mir bekannt ist, gibt es auch keine Forschung dazu. Und das ist das Problem des Pre-Training. Weil wir eben diese ganz kleinen Datensätze haben, kann niemand in unseren Disziplinen einen Klassifikator von Grund auf trainieren. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir, und jetzt zeige ich Ihnen nochmal dieses Netz,
dass dieses Netz verdichtet die Information. Wenn ich da also dieses Bild reinwerfe, dann sind in den ersten Schichten dieses Netzes so Dinge wie Edge Detection, also Kanten. Da sind Dinge wie Farbflächen, Helligkeitsverteilungen und andere Informationen dieser Art, die da gelernt werden. Wenn Sie das rückwärtig visualisieren würden, könnten Sie vielleicht sogar in diesen ersten Schichten, was da an Informationen gespeichert ist, sogar noch sowas wie so ein Schatten von einem Stuhl quasi ausmachen. Und diese Information wird dann eben immer höher komprimiert. Und einer der Tricks, den man machen kann, wenn man dieses Ding eben nicht von Grund auf trainieren kann, wenn man dafür nicht die Datenmengen hat, ist ein sogenanntes Pre-Training zu verwenden, wie es in der Informatik heißt, einen vortrainierten Klassifikator. In dem sind diese Eingangsschichten bereits trainiert. Aber die sind natürlich trainiert an modernen Objekten aus unserer modernen Umwelt. Auf die Klassifizierung hat es erstmal keine Auswirkung. Das können Sie gar nicht sehen, eben weil es Blackbox ist. Sie wissen quasi nicht, wie dieses Pre-Training, was normalerweise dann statistisch sich halt irgendwie ausmitteln sollte, wo also Information drin ist, die theoretisch wahrscheinlich generisch sein soll, die eigentlich meine Klassifizierung nicht beeinflussen soll, wie sich die auswirkt auf das, was dann eben nachher in den höheren Schichten passiert, wenn ich mit meinem eigenen Datenbestand zusätzlich trainiere. Das muss aber kein Problem sein. Das ist einfach etwas, was mir aufgefallen ist und wo ich dachte, das gehört hier in meine Liste der Überlegungen, die man sich machen sollte, wenn man selber loszieht und so Klassifizierungsexperimente macht. Also Blackbox-Problem. Nächstes Problem ist die Hyperparameterisierung. Jedes dieser Frameworks hat so Stellschrauben, an denen man irgendwie drehen kann. Das kann zum Beispiel sein, die Anzahl der Durchläufe, die man für irgendeinen Vorgang einstellt. Oder auch eben, weil es immer ungünstige Klassenverteilungen gibt, Gewichte, die man erteilen kann. Das heißt, man könnte Strafen für falsch erkannte Inhalte vergeben und dann lernt der Klassifikator sozusagen, wie jemand, den man schlägt. Das ist böse, wenn du diese Art von Darstellung hier in der Form klassifizierst und so. Natürlich ist das irgendwo dokumentiert, aber es gibt keine übergreifende Theoretisierung von dem, was da eigentlich vorgeht. Das heißt also, Hyperparameterisierung ist eine weitere Blackbox und zwar eine von unserer Interaktion mit dem Algorithmus. Und in der Informatik ist das im Moment ein Riesenforschungsthema. Es geht nämlich in die Richtung Explainable AI. Es geht also quasi darum, in künstlicher Intelligenz Zurechenbarkeit herzustellen und Beliebigkeit irgendwie zu reduzieren. Jetzt wird was kommen, da werden Sie eher sagen, was um Himmels Willen will er damit sagen, nicht verfolgbare und autorisierte Veränderungen der Software. Kleine Geschichte aus unserem Bereich. Wir hatten ein wunderschönes Experiment ausgerichtet, haben tolle Ergebnisse gehabt, sind quasi in den Abend, Feierabend gegangen und haben gesagt, so, morgen kommen wir wieder und machen weiter und dann machen wir Vergleichsexperimente mit anderen Dingen. So, und zum Glück haben wir es nochmal durchlaufen lassen, weil wir haben am nächsten Tag ein völlig anderes Ergebnis gehabt. Also was heißt völlig anders? Es war schon noch im Grunde so ähnlich, aber es wich ab. Also das ist nicht die Generalisierbarkeit oder auch die Reproduzierbarkeit, die man sich normalerweise wünschen würde in so einem semi-naturwissenschaftlichen Setting wie bei der Bildklassifizierung. Was ist passiert? Wir haben nichts gemacht. Wir haben das Framework nicht geupdatet. Wir haben irgendwie keine Dinge getan, die man normalerweise eben nicht tun sollte. Aber offensichtlich hat die Virtual Machine mit dem Betriebssystem, in dem das Ganze lief, im Hintergrund ein paar Bibliotheken über Nacht aktualisiert, sozusagen Sicherheitsupdates eingespielt. Und eine der Bibliotheken, wir konnten nicht rausfinden, welche, die eben dabei verändert worden ist, muss offensichtlich getriggert haben, dass das Framework nachher was anderes ausspuckt, als vorher eingegeben ist. Das heißt, das ist eine weitere Sache. Wenn ich schon auf der Ebene ein Problem habe, was für ein Problem habe ich dann, wenn ich meine Informationen an Sie weitergebe und sage, reimplementieren Sie doch mal mein Experiment. Das heißt, da führt Reproduzierbarkeit oder auch Generalisierbarkeit auf ein ganz anderes Verständnis davon zurück. Das sind nämlich plötzlich nur noch Näherungswerte. Aber die Wahrscheinlichkeit, also die Hoffnung, dass ich eins zu eins das wieder rauskriege, was ich da reingeschmissen habe, die habe ich inzwischen weitgehend
aufgegeben. Es scheint nicht zu funktionieren, weil die Softwareumgebung ist nie absolut identisch. Und wenn sie es wäre, dann müssten sie wahrscheinlich auch die Hardware haben, auf der wir Machine Learning machen, weil sonst müssen sie es an ihre Hardware anpassen und in dem Moment könnten bereits Veränderungen eintreten. So. Und das letzte ist ein methodisches Problem, nämlich dieser Klassifikator, der ist ganz klar korrelationsbasiert. Der macht so eine Art Best Effort, der versucht eine Näherung herzustellen. Und wie bringe ich das jetzt zusammen mit einer Disziplin wie der meinen, der Geschichtswissenschaft, die wirklich also Vollständigkeit als einen Qualitätsmaßstab an ihren Gegenstand anlegt. Hier sehen wir das in einem schönen Beispiel. Das ist eben so ein Klassifizierungsergebnis aus einem Period Room. Und Sie sehen eben, da gibt's oben auf dem Kaminsims ein Kandelaber auf der rechten Seite, Candelabrum. Das ist korrekt erkannt worden. Und auf der linken Seite steht derselbe Kandelaber, aber er ist nicht erkannt worden. Also der Klassifikator ist nicht vollständig bei diesem Bild. Ich weiß gar nicht, was er alles in dem Bild erfasst. Und da das Bild ja auch vorher nicht annotiert war, kann ich keine Trefferrate angeben. Es soll ja auch eine Wissensentdeckungstechnologie sein. Ich kann sagen, es ist immer noch besser, als wenn das Bild vollständig opak für mich wäre, klar. Aber was mache ich noch mit anderen Dingen? Hier sehen Sie zum Beispiel, da stehen, da steht keine Vase. Keine Ahnung, wie ich auf die Idee gekommen bin. Auf der einen Seite würde auf diesem Spieltisch Vase und auf dem anderen Urne stehen. Es sind in beiden Fällen Urnen. Okay, das hat er ja dann richtig gelöst. Aber es gibt auf jeden Fall Herausforderungen dieser Art. Wahrscheinlich, weil es so eine schöne Überleitung jetzt zu diesem Slide gewesen wäre. Nämlich, wie gehe ich mit taxonomischen Bezügen um? Und jetzt sind wir wieder auf der Ebene der Wissensmodellierung runter. Ne? Der Klassifikator sagt mir, ich habe gefunden Chair. 99% sicher. Toll. Wenn ich das jetzt am Goldstandard messe, nämlich daran, was für ein Label dieses Bild gehabt hat, dann ist das falsch, weil dieses Bild ist als Armchair gelabelt gewesen. Wie gehe ich damit um, dass aber in meiner Ontologie sozusagen die Überklasse, also Chair, und nicht die Spezialisierung theoretisch auch korrekt wäre. Also wenn ich mit Ihnen rede in natürlicher Sprache, da steht ein Stuhl, dann würden Sie nicht sagen, nee, da steht kein Stuhl, da steht ein Armlehnstuhl. Wie kannst du nur sowas sagen? Sondern Sie würden klar zur Kenntnis nehmen, ja, da steht ein Stuhl. Also es gibt gute Gründe, warum typische Machine Learning Challenges häufig mit sehr generischen Klassen arbeiten, wie Vogel, Hund, aber nicht irgendwie Möwe, Fox Terrier oder Steinadler oder so ähnlich. Und das ist genau die Art von Problem, die wir dann in unserer Disziplin haben. Also das eine sind Generalisierungen, Spezialisierungen. Die nächste Herausforderung, die wir haben, sind Geschwisterklassen. Zum Beispiel gibt es Objekte, die wir hier in der Ontologie distinguieren, die aber wahnsinnig schwierig visuell fassbar sind. Hier gibt es zum Beispiel den Klassifikator, der glaubt, er hat ein Fauteuil identifiziert. Ein Fauteuil ist ein Armlehnstuhl mit offenen Seitenflächen und einer Polsterung auf den Armlehnen. Korrekt, nach Goldstandard wäre aber, er hat eine Bergère identifiziert, nämlich einen Armlehnstuhl mit geschlossenen Seitenflächen. Der Best Effort ist trotzdem immer noch irgendwie ziemlich nah dran, aber er wäre halt falsch in dem Kontext. Wäre eine Fehlklassifizierung. Warum? Vielleicht sind nicht genug Trainingsdaten da, vielleicht ist das spezifische Merkmal nicht im Datensatz und es liegt an der Art, wie der Algorithmus das Bild verarbeiten kann, also Vordergrund, Hintergrund, Farben zum Beispiel, ähnliche Dinge. Wie könnte eine Lösung für das Problem aussehen? Also typischer Big Data Zugang wäre, ich erhöhe einfach die Zahl meiner Instanzen in den Klassen, bis das Problem irgendwann statistisch lösbar ist. Haben wir schon gesehen, das ist in Geisteswissenschaften nicht immer möglich. Nächster Versuch wäre, ich vergebe einfach mehrere Label. Ich nenne das Ding gleichzeitig Fauteuil und Berger und dann habe ich immer noch quasi einen Treffer. Das führt natürlich erstens Unschärfe rein, zweitens Komplexität und einen riesen Aufwand. Und für diejenigen, die das interessiert, wir haben auf der letzten DHD einen Lösungsversuch vorgestellt, der eben Kontextwissen in der Form von semantischem Wissen in diesen Vorgang initiiert. Können wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Jetzt noch
ganz schnell, ich glaube, das lasse ich jetzt hier wirklich nur so als Überblick kurz stehen, korpusbezogene Überlegungen, weil wir es davon schon mal hatten. Die meisten haben wir schon angesprochen. Aber natürlich spielt die Sammlungs-, Digitalisierungs- und vor allem die Lizenzierungspraxis eine Riesenrolle dabei, wie ich Corpora aufbauen kann. Und es gibt einen guten Grund, warum wir wahnsinnig wenig europäische, und ich muss eigentlich zur Schande sagen, fast keine deutschen Artefakte im Moment im Corpus haben, weil es einfach keine Einrichtungen gibt, die A, dieses Zeug digitalisiert vorliegen hätte und die B, auch noch bereit wäre, uns das zu irgendeiner sinnvollen permissiven Lizenz abzugeben, so dass wir nachher dann zum Beispiel den Trainingsdatensatz an sie weitergeben können. Es gibt zum Beispiel in England eine Einrichtung, ich will jetzt niemanden beschuldigen, es könnte die Wallace Collection sein, aber nageln Sie mich nicht drauf fest, die quasi sagt, ja, Sie dürfen das schon nützen, aber Sie können es nur 30 Tage speichern. So, danach müssen Sie es wieder löschen. Okay, haben wir gesagt, naja gut, dann speichern wir halt die Links, wir legen so eine Art Liste unseres Webcrawls an von den Daten, die wir runtergeladen haben und dann kann ja jeder das reproduzieren. Pustekuchen. Einmal CMS geändert, nach einem halben Jahr, die ganze Liste können Sie in die Tonne treten. Das heißt, damit ist kein Arbeiten möglich. Es braucht irgendwie eine Lizenzierungsstruktur und eine Form, Daten vorzuhalten, mit der man im größeren Umfang hier arbeiten kann. Natürlich spielt auch eine Rolle systematische Verluste oder auch Teile der historischen Produktionspraxis. Es gibt von bestimmten Objekten einfach mehr. Es gibt aber eben auch Dinge, die man zu bestimmten Zeitpunkten bereits als weniger wertvoll angesehen hat und die deswegen eben eher zerstört sind. Das trifft natürlich auf die Sammlungspraxis zu. Ganz viel liegt irgendwo in den Magazinen und verstaubt und wird dann eben halt nicht digitalisiert, was, sagen wir mal, für eine Alltagsgeschichte von irgendwas aber sehr interessant wäre. Und man konzentriert sich stattdessen halt dann bei der Digitalisierung auf repräsentative Spitzenstücke. Also der Röntgentisch ist digitalisiert, aber sagen wir mal ein von normalen Menschen gebrauchtes Tischlein mäßiger Qualität ist es dann eben nicht. Ja, ich glaube, damit überspringe ich jetzt schon mal diese Folie und in ähnlicher Weise kann ich diese Folie hier überspringen und komme zu den Takeaways. Also was Neoklassiker macht, ist, es schafft semantisch formale Repräsentationen von Artefakten. Wir erzeugen sozusagen idealerweise ein Semantic Web for Objects und sie bedient sich dabei einer eigenen Ontologie, die Artefakte, ihre Teile, die ästhetischen Merkmale beschreibt und die berücksichtigt kulturübergreifend die Begriffsgeschichte. Sie ist integrierbar mit CDOC-CRM und diversen Thesauri. Wir haben eine eigene semantische Annotations- und Ontologiepapierungsumgebung und wir haben diverse Experimente mit Machine Learning-Verfahren zur Bildklassifizierung bzw. Bildsegmentierung durchgeführt und eine der zentralen, wenn auch etwas trivial klingenden Erkenntnisse ist eben, sie bedürfen einer intensiven Instrumentenkritik, Korpuskontrolle und explizite Semantiken. So, jetzt habe ich alle eingeschläfert. Nein, überhaupt gar nicht. Vielen Dank, Herr Doning. Das wäre ja noch schöner. Nee, das war sehr spannend. Ich glaube, es gibt jetzt eine Menge Fragen, sowohl noch zu den Zielen, könnte ich mir vorstellen, wie auch zu den Ergebnissen oder auch konkret, wie können wir das in der Archäologie ähnlich nutzen? Dann fange ich an, wenn sich keiner vordrängt. Ich hatte ja vorhin schon nach den Mengen gefragt und mein erster Eindruck ist natürlich, wenn man bloß Erkenntnis über die, soll ich sagen, das Mobiliar in den Settings haben möchte, bräuchte man kein Machine Learning. Das hat man diese 600 Bilder aus dem Metropolitan hat man genauso schnell händisch durchgeschaut. Auf jeden Fall. Wenn ich es richtig begreife, zielen Sie darauf, etwas herzustellen, was grundsätzlich diese Erfahrungen umsetzt, die Sie gemacht haben und natürlich offen ist für die Zukunft, wenn größere Materialmengen, was Sie ja gerade mit den Lizenzen beschrieben haben, zur Verfügung stehen könnten.
auch daran gedacht, das sozusagen auf andere Epochen zu erweitern, denn diese Ontologie müsste sich ja relativ leicht auch auf frühere und spätere Epochen anpassen lassen. Ist in der Tat etwas, an was ich im Moment arbeite. Also ich muss vielleicht dazu sagen, Neoklassiker ist ein Projekt, was im Rahmen des Passau Center for the E-Humanities entstanden ist und was dann eben durch quasi so ein gleichzeitiges Ende, nämlich einmal die Projektförderung für dieses Passau Center for the E-Humanities und den Weggang von Siegfried Handschuh von hier in Passau nach St. Gallen quasi doppelt beendet worden ist. Das Projekt lebt aber weiter, weil uns einfach dieser Forschungszusammenhang interessiert und wir wären keine Forscher, wenn wir jetzt sagen würden, okay, wir haben jetzt nicht das Geld mehr, um jetzt in großem Maßstab hier was zu machen, aber wir werden es auf jeden Fall weiterentwickeln. Und eine der Stufen, für die ich im Moment an Projektanträgen arbeite, ist, dass ich das gerne hintragen würde zu einer Raumsemantisierung. Also die Geschichte entdeckt im Zuge des Visual Turn jetzt zunehmend eben Raumdarstellungen. Innenraumdarstellungen sind aber noch total unterbelichtet. Das ist primär eine Domäne der Kunstgeschichte, die sich da aber, sagen wir mal, eher so für ästhetische Aspekte und weniger jetzt für alltagspraktische Aspekte interessiert. Dabei gibt es eine Menge wahnsinnig spannender Dimensionen. Zum Beispiel gibt es die Hypothese, dass sich die Gesellschaft zwischen, ja sagen wir mal, der ausgehenden napoleonischen Zeit in Frankreich und dem beginnenden Charles X grundlegend verändert, dass zum Beispiel ein Teil dieser, ja, dem Ancien Regime zugehörigen Sozialpraktiken wie man kommt auf Visite und bei Visite steht man, während die Gastgeber sitzen, dass sich das grundlegend verändert und dass dadurch auch das Funktionsmobiliar in den Räumen sich verändert, dass also zum Beispiel die Anzahl der Sitzgelegenheiten rapide zunimmt. So, das ist eine steile und wahnsinnig interessante These, die basiert auf 4, 5 Bilddarstellungen, die die entsprechenden Kunsthistoriker zur Untermauerung dann eben angeführt haben. Aber es gibt keine in die Fläche gehende empirische Überprüfung von sowas. Also eine Semantisierung von Raum könnte da wahnsinnig viel bringen. Und sie könnte natürlich vor allem da was bringen, wo wir in die Indexierung von wahnsinnig großen, opaken Datenbeständen reingehen. Die müssen ja dann gar nicht unbedingt im Web für jedermann verfügbar sein. Aber wenn ich jetzt eine bestandshaltende Institution bin und dann intern für meine Zwecke oder einem Forscher irgendwie Zugang gewähren möchte, nicht, wenn ich jetzt also noch mal hier kurz zurückgehe zu dieser Darstellung, wenn ich also dieses Gemälde von Géricault dann vor mir habe, dann sind da natürlich alle möglichen Kontextinformationen drunter geschrieben zu Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, wer er war, was für eine Rolle er hatte, was für eine Symbolisierung dieses Bild hat, wie sich Napoleon darüber aufgeregt hat, dass man das so in den Zügen des Ancien Regime auf dem Höhepunkt des Empire darstellen kann. Nicht, wenn Sie sehen, das sind auch die Züge des Louis XVI, die da in diesem Mobiliar zu tragen kommen, die also irgendwie 15, 20 Jahre vor die Machtergreifung Napoleons zurückgreifen. Das ist ein sehr politisches Bild. Das steht da alles drin, aber es steht da nicht wirklich drin, was in dem Bild eigentlich zu sehen ist. Das heißt, komputational und auch für mich als Nutzer, wenn ich Erkenntnisse darüber haben möchte, was in dem Bild eigentlich faktisch zu sehen ist, ist das Bild vollkommen opak. Und so Verfahren könnten eine Möglichkeit bieten, einfach ganz automatisiert, und da wäre eben auch dieser Best Effort jetzt nicht so schlimm, weil jeder Best Effort ist besser als ein vollständig opakes Bild. Und selbst wenn man dann eben in einem gewissen Maß auch False Positives hat, die werden über die Zeit und mit besser werdenden Klassifikatoren oder vielleicht auch kombiniert mit einem Vorschlagssystem für Nutzer, so eine Art Crowdsourcing-System, wo Nutzer dann eben sagen können, okay, hier ist ein Fehler, die können dadurch deutlich besser werden. Also das wäre eine ganz konkrete Umsetzungs- und Nutzungsperspektive, die eben auch für meine Disziplin durchaus einen Vorteil bringen würde. Ja, danke. Also gerade wenn ich jetzt an die unzähligen Stichsammlungen denke, ne? Also Kupferstichkabinett online oder irgend sowas, da gäbe es ja enorme Materialien, die dafür dankbar wären. Mhm. Das ist, Sie haben völlig recht. Das ist ein gutes Beispiel, nochmal zu sagen, dass es nicht leicht ist, tatsächlich auf den Bildern zu erkennen, was drauf ist, was uns da so leicht fällt.
Darf ich um weitere Fragen bitten? Sprechen Sie einfach, wenn Sie... Dann schließe ich mich mal ganz kurz an. Vielen Dank, das war sehr, sehr spannend. Mich hat vor allem, also unter vielen Aspekten, das Problem des Pre-Trainings natürlich interessiert, weil wir da auch gerade so ein bisschen in Erlangen ein Projekt überlegen, wie wir da überhaupt, was wir da überhaupt machen damit. Ja. Die Frage, haben Sie, also sehen Sie es als Möglichkeit oder haben Sie vielleicht auch durchgeführt, das weiß ich nicht, da eine Art Probe zu machen? Also es ist ja, wir gewinnen ja, glaube ich, viel über so einen, einfach über so einen methodischen Diskurs, einfach der mal offenlegt, wie das möglicherweise arbeiten könnte. Also könnte man mit Ihrem Bildmaterial, und ich denke, Sie haben halt natürlich sehr, sehr viel, also mit konsistenten Corpora zunächst arbeiten, die man als Ausgangspunkt nimmt. Also zum Beispiel Gemälde in Farbe im Medium der Fotografie. Und den Rest nicht als nicht schon im Training verwenden, sondern nur als quasi das als, um es dazu zu testen und es genauso andersrum zu machen, um zu sehen, was die Ergebnisse ergeben werden. Weil das Bild, was Sie gerade noch im Slide zeigen, zeigt ja, dass es da einen Unterschied geben wird. Die Frage ist nur, wenn ich jetzt quasi den Algorithmus trainiere, nur mit Stichwerken zum Beispiel, mit Schwarz-Weiß-Stichwerken, und ich versuche das anzuwenden auf Farbfotografien von farbigen Gemälden. Was kommt denn dabei raus? Also könnte es möglicherweise mit diesen Tests eine belegbare oder wie auch immer eine Annäherung an solche implizit vorhandenen Dinge in den Pre-Trainings geben? Also wäre das eine Möglichkeit Ihrer Ansicht nach, wie man da vielleicht einfach durch so unterschiedliche Ergebnisse da sich ein bisschen rantasten kann? Denn das ist ja schon wirklich eine große Frage für unsere ganzen Bildwerke, jetzt ob es archäologische Bildwerke, Repräsentationen sind oder kunstgeschichtliche, was da eigentlich angesetzt werden. Und da haben Sie ja viele Aspekte auch angesprochen, ja ganz unterschiedliche Punkte mit drin sein, wie zum Beispiel, wieso jetzt das von New York alles mit drin ist. Sie haben eine Möglichkeit angeführt, dass es unterschiedliche Ansichten gab. Es könnte aber natürlich auch sowas sein, dass einfach der Fotograf des Metropolitan Museums immer in einer bestimmten Art und Weise seine Bilder inszeniert. Also wie kämen wir da vielleicht ein bisschen mehr ran, was in diesen Pre-Trainings möglicherweise drinsteckt, was dann vielleicht für unsere Bildkorpora, die sich ja eben sehr stark unterscheiden, ob das jetzt ein Relief ist oder ein Vasenmalerei-Bild oder ein Gemälde etc. sein können. Also wie wir da ein bisschen mehr rankommen, um einfach da zumindest darauf verweisen können, sagen, okay, da muss ich jetzt aufpassen, wie könnte ich das vielleicht dann weitergehen, wenn ich da mal so einen Testdatensatz habe. Wie sehen Sie das? Oder haben Sie sowas gemacht, dass Sie das einfach so erstmal separieren und gegeneinander trainieren? Also sozusagen den umgekehrten Weg, einen auf Schwarz-Weiß-Objekte trainierten Klassifikator zu nehmen und den auf Farbe loszulassen, das haben wir bis jetzt nicht ausprobiert. Das wäre sicherlich ein interessanter Weg, den man nochmal gehen könnte. Ich glaube, man muss unterscheiden. Also das reine Pre-Training, da kommen wir nicht ran. Das sind irgendwie Millionen Bilder, die in so einem typischen Image-Challenge rumliegen und die dann eben von denjenigen, die den Algorithmus erstellen, genutzt worden sind, um sozusagen die vortrainierte Variante dieses Klassifikators bereitzustellen. Das ist was, damit müssen wir mehr oder weniger leben, ohne da reingucken zu können. Und in der Theorie sollte das wahrscheinlich auch, also ich glaube, wir haben ja auch einen Informatiker-Musterklassifizierer hier in der Runde, in der Theorie sollte das, glaube ich, auch statistisch nicht stark ins Gewicht fallen, sagen wir mal so. Ich habe es jetzt angeführt, weil ich denke, es ist ein Punkt, den man im Auge behalten muss, weil es beeinflussen könnte. Das, was, glaube ich, jetzt hier meine Ergebnisse sehr viel mehr beeinflusst, ist eben genau das, was Sie angesprochen haben. Ich habe sehr, sehr kleine Corpora. Je nachdem, welchen Teil des Korpus ich für das Training des Klassifikators verwende und welchen Teil ich als Kontrollgruppe zur Verfügung habe, können sich dadurch die Ergebnisse bereits verändern. Also ich denke, die Zahl der Instanzen, mit denen man trainieren kann, zu erhöhen, wäre der erste Schritt. Und das Zweite, was wir eben beobachtet haben, ist, runtersteigen und also wirklich händisch den Bestand durchschauen und sich klar machen oder sich überlegen, was jetzt innerhalb dieses Bestands könnte für eine bestimmte Verzerrung, die ich beobachte, verantwortlich sein. Das ist, glaube ich, das Nächste, was man in unserer Disziplin einfach machen muss, was man aber eben auch gut machen kann, weil diese Datenbestände noch sehr klein sind. Und das nur als Perspektive. Wir sprechen im Moment mit einem großen Auktionshaus darüber, deren, also auch einem relativ renommierten Auktionshaus,
deren Bestände vielleicht nutzen zu dürfen, weil es eben doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass die Annotationen, die die gemacht haben, in dem Sinne von, das ist das und das Objekt, das ja auch beschrieben ist, was dann zum Verkauf kommt, weil wir da die Hoffnung haben, dass die Qualität hier ausreichend hoch ist, dass man das dann auch als initiales Element nehmen kann, um dann eben ein Label jeweils für dieses Bild zu vergeben. Darauf ist aber natürlich nur ein Objekt zu sehen, nicht? Das ist kein Training mit Interieuransichten, wo man dann Objekte segmentieren muss. Das ist nochmal ein ganz anderes Problem. Und wenn ich noch von ganz anderen Problemen rede, es gibt noch eine dritte Dimension, die hier jetzt in meinen Slides überhaupt nicht vorkommt. Und das ist der Umstand, dass die meisten dieser Bildklassifizierungsframeworks darauf eine bestimmte Eingangsgröße haben, die das Bild haben darf. Wenn ich jetzt also eine Interieurdarstellung da drauf werfe und das hat eine Eingangsgröße von, was werden die inzwischen haben, sagen wir 1080 Punkten oder so, die Darstellung maximal an der längsten Seite haben darf und darauf wird sie dann skaliert, dann gibt es natürlich eine enorme Menge von Informationen, die da verloren geht, wenn ich das so einschrumpfe. Und da also sozusagen eine Art von High-Resolution-Imaging zu machen, weil wir könnten das ja eigentlich ideal machen, nicht? Wir könnten das Objekt segmentieren und könnten dann fragen, was sind das denn für Formmerkmale, die hier diese Armlehne oder die hier die Rückenlehne hat? Was sind das für ästhetische Merkmale, die hier, also die das Dekor des Objekts quasi ausmachen. Die spannende Frage ist, ob wir da überhaupt rankämen oder ob sozusagen das Objekt in so einer Gesamtdarstellung dann eigentlich die letzte Erkenntnisebene ist, an die man rankommt und danach müsste man über andere Verfahren nachdenken. Also sich sozusagen sagen, ich habe einen Algorithmus, der bestimmt mir, aha, da im Bild, in dem ersten Schritt ist ein Objekt und danach gehe ich da rein und frage dann, wenn ich dieses Objekt gefunden habe, was sind denn die Merkmale da drauf, dass man sozusagen so Algorithmen ein Stück weit schichtet, um sich irgendwie diesem Problem, dass ich extrem hochauflösende Bilddaten mit multiplen Regions of Interest habe, die da drin vorkommen, um sich irgendwie diesem Problem anzunähern, weil das ist, was das steht, also zumindest soweit ich das sehe, in der Informatik eher im Moment außen vor. Weil es kein wirklich interessantes Problem ist und weil es auch keine Trainingsdatensätze gibt, die in irgendeiner Weise extrem hochauflösendes Bildmaterial bereitstellen würden. Da müsste man wahrscheinlich irgendwie zu den satellitenbildgebenden Verfahren, die irgendwie Geostrukturen analysieren oder so schauen, weil die sind mit so Problemen konfrontiert. Jetzt weniger wir als typische Geisteswissenschaftler. Gibt es noch weitere Fragen? Ich gehe jetzt vielleicht auch mal aus der Präsentation raus, dass Sie mich wiedersehen. So. Na, sonst würde ich noch mal gerne nach dem Problem der Ontologie fragen. Also den Bildwissenschaftlern ist immer so ein bisschen unwohl bei so einer textuellen Beschreibung, weil wir genau wissen, wir erfassen damit immer nur einen Bruchteil. Oder ich will es mal nochmal anders sagen und die Kritik an Icon Class aufgreifen, die ja so der älteste vielleicht Versuch war, Bilder zu klassifizieren in einem großen Stil. Häufig vermischen sich ja eben rein formale Aspekte, also vier Beine, Armlehnen, Lehne, mit inhaltlichen Komponenten wie Bürostuhl oder sowas. Ja. Und manchmal laufen die parallel und lassen sich gut zusammenbinden und manchmal nicht. Jetzt habe ich zwei Fragen. Die eine ist eben, gab es in Ihrem Fall das Problem häufiger, dass Sie nicht genau wussten, wo Sie das Objekt hinordnen, oder ist es schon durch die Verwendungsgeschichte so, dass Sie für jedes letztlich einen zeitgenössischen Begriff haben? Das macht ja zeitweilig den Eindruck und konnten deshalb sozusagen auf eine etablierte Terminologie zurückgreifen, die vielleicht sogar die Dinge vermischt. Und die zweite Frage wäre eben, ist nach Ihrer Erfahrung das für das Trainieren des Netzes von Vorteil? Oder haben Sie es ganz neu auch im Hinblick auf eine Bildklassifizierung erstellen müssen? Ja, das sind in der Tat zwei wahnsinnig spannende Fragen.
Auch begriffsgeschichtlich wahnsinnig spannende Fragen. Also es gibt Entitäten, von denen kann man sagen, ich weiß nicht, ob meine Maus, nee, können Sie nicht sehen, weil die Präsentation im Full-Frame-Modus ist. Es gibt so Objekte wie der vierte von oben, so in der zweiten Reihe, der Klismusstuhl. Das sind so ganz etablierte Begriffe, die gibt's in beinahe jeder Kultur. Eigentlich bezeichnet es aber ein Merkmal, nämlich eine bestimmte Kombination der Form der Rückenlehne. Wem sage ich das? Sie sind alle Archäologen. Mit der Form der Beine. Dasselbe können wir für Biedermeierstühle sagen. Es gibt so typische Dinge, die heißen dann hier im Deutschen Ochsenkopfstuhl, Schaufelstuhl und so weiter. Das sind aber eigentlich, wie soll ich sagen, Formmerkmale von Komponenten dieses Objekts. Wir sind inzwischen dazu übergegangen, die aufzuspalten. Also Formmerkmale als solche, es gibt dann also die Klismos-Lehne, es gibt die Schaufel-Lehne, es gibt die Ochsenkopf-Lehne und so weiter. Und es gibt eben auch entsprechende Dinge für die Pied de Sabre und ähnliche Dinge. Wobei eben das Problem ist, dass sich damit noch nicht das Gesamtphänomen Klismusstuhl erwischt habe, weil eben sozusagen dieses Designobjekt Klismusstuhl, das ist mehr als nur die Summe seiner Teile. Und es kommt eben darauf an, in welchem Winkel sozusagen diese Säbelbeine nach hinten ausgestellt sind, ob ich einen besonders schönen Klismusstuhl habe oder nicht. Deshalb ist der hier jetzt aus historischen Gründen eher noch drin. Es sind auch alle Dinge drin, wie sagen wir mal eine Voyeuse oder eine Chaise Longue, die bestimmte Formmerkmale haben, die auf einen Gebrauch hinweisen. Und es sind alle Objekte drin, die einen Gebrauchszusammenhang haben. Also ein Kinderhochstuhl, also Kinderstuhl in unserem Fall, der ist da auf jeden Fall auch noch drin. Alles andere theoretisch sollte ausgelagert sein in den Teil der Ontologie, der sich mit Teilen von Stühlen beschäftigt. Und damit komme ich zu Ihrer zweiten Frage. Es könnte in der Tat tatsächlich eine produktive Dimension hinter dieser Aufteilung geben, weil, wie wir gesehen haben, findet der Klassifikator selten das Objekt als Ganzes. Wenn es nicht sehr, sehr gut vom Hintergrund separiert ist, begnügt er sich damit, bestimmte Teile des Objekts zu identifizieren und zu sagen, da liegt dieses Objekt dann vor. Ich spekuliere jetzt einfach mal, ich weiß nicht, was da für ein Rechenaufwand dafür notwendig wäre. Man könnte jetzt durchaus resonieren, weil wenn man sozusagen Regeln aufstellt, so Beschreibungslogik sozusagen, und sagt, ein Stuhl besteht aus einer Lehne, aus vier Beinen und so weiter, dann könnte man sozusagen dahin kommen, eventuell, dass man eigentlich Komponenten identifiziert und nicht mehr die Gesamtform als solche. Oder es wäre eben was zum Beispiel für so eine zweite Ebene, wenn man eine High-Resolution-Herangehensweise nimmt. Das heißt, es könnte da von Vorteil sein, wenn man eben Klassifizierung mit der Ontologie zusammenspannt, dass man sozusagen Merkmalskombinationen dann für Reasoning-Prozesse heranzieht, um darüber zu resonieren, was das denn eigentlich ist, was der Klassifikator da im Bild sieht und damit dann vielleicht auch tatsächlich die Erkennungsrate und ein bisschen steigert und auch so Probleme vermeidet, wie die ich vorhin eben gezeigt habe. Was machen wir mit Geschwisterklassen? Was machen wir mit Generalisierungen und Spezialisierungen und ähnlichem mehr? Hilft das? Ja, das ist also es zeigt mir wieder, was ist vielleicht in der Archäologie noch stärker der Fall als in der Kunstgeschichte, dass hier auch ganz stark geisteswissenschaftliche Forschung notwendig ist, bevor man eigentlich daran gehen kann, sonderhonorale Netze zu trainieren, ne? Weil eben einfach das Distinktiv häufig fehlt. Und wenn ich also an Funde von Ausgrabungen denke, es gibt ganz vieles, das wir nur schwer ansprechen können. Und dafür gibt es eigentlich noch keine richtige Handhabe. Und dann habe ich immer so ein bisschen die Hoffnung, dass das Computer Vision einem helfen könnte, es wenigstens in irgendeine Ecke zu packen, ne? Automatisiert, von der man dann sozusagen vorsortieren kann, um nicht immer alles durchgucken zu müssen auf der Suche nach irgendetwas, was einen interessiert.
Aber das setzt immer wieder richtig. Also Sie haben alle Probleme, die wir immer wieder haben, haben Sie in Ihrem Projekt eben auch, die Probleme der Bildrechte, die Probleme, dass Dinge überhaupt nicht publiziert sind, die Probleme, dass der Haltungszustand schwierig ist, ne? Der Probleme, dass Dinge in Bildern schwer erkannt werden und so weiter und so fort. Ja. Sie haben, glaube ich, noch eine Dimension, die wir etwas weniger haben, dass Sie eben Objekte haben, von denen Sie zum Teil gar nicht wissen, was es denn eigentlich ist. Und dass Sie sozusagen Objekte erstmal auf Halde halten müssen, bevor Sie sie überhaupt in die Klassifizierung reingeben können. Das ist etwas, was, also bei uns sind die Wissensbestände, mit denen wir konfrontiert sind, doch schon sehr viel besser exploriert in diesem Sinne. Natürlich nicht zwangsläufig beschrieben, also in dem Sinne opak, dass sie offline sind, aber jetzt weniger in dem Sinne, dass niemand genau weiß, was dieses Fragment jetzt eigentlich für eine Bedeutung hat in dem Kontext, aus dem es ursprünglich stammt. Ja, ich hätte schon die Hoffnung, es ist halt so, dass halt eben bestimmte Teile der Archäologien sich um Alltagsgegenstände nicht sehr kümmern. Ne? Mhm. Und deswegen da die Ethnologie gemacht hat. Das ist, soll ich sagen, durch die Hilfe der Ethnologie oder durch einfach die Ausgrabungen in den letzten 100 Jahren ist das hier leichter geworden. Ne? Dann hat man sich stärker bemüht. Schon recht, ja. Aber klar, wir träumen natürlich, also ich jetzt, von den ganz großen Corpora, wo erstmal alles drin ist, was ja. Es gibt, ne? Und dann kann man an Sortieren gehen. Ja. Ich sehe da auch eine Meldung, glaube ich. Ich glaube, es ist immer noch Frau Reinhardt, aber wenn das eine erneute Meldung ist, bitte, Frau Reinhardt. Ach so, ja, pardon, ja, ich hätte noch eine Frage eben auch noch zu der Klassifikation, also die auch ein bisschen allgemein in die Runde, aber natürlich auch an Sie, Herr Donig, geht. Würden Sie sagen, also wir haben in Archäologie natürlich vielleicht ein bisschen andere Ausgangslage, also wir können natürlich, klar, Objekte ganz klar klassifizieren und häufig auch bis ins Detail unterschiedliche Varianten und so weiter feststellen, das geht auch, aber nur zum Teil vielleicht, das ist nicht ganz vergleichbar, denke ich, mit diesen ganz klaren Aufteilungen von Stuhl bei Ihnen. Und würden Sie aber vielleicht sagen, also weil wir halt häufiger vielleicht das Problem der unterschiedlichen Darstellungsmodi haben, also ganz kleine Darstellungen im Relief, dann auf Gemmen und so, wo man immer eine Abstraktion und so weiter hat. Und uns interessieren ja oft dann auch irgendwie Fragen, oder wir müssen häufig eben auch Bilder einbeziehen, die jetzt nicht unbedingt zeitgleich sind. Also, und wir fragen uns natürlich dann über diachrone Veränderungen und so weiter. Vielleicht stärker, oder müssen das diesen Aspekt stärker mit einbeziehen, wenn wir jetzt auf Ikonografien und so weiter gehen. Mhm. Meine Frage wäre jetzt, eine zu spezifische Klassifikation, wenn der Computer damit trainiert wird, ob die es möglicherweise eher verhindert, solche Fragen der diachronen Veränderung und der Darstellung unterschiedlicher Medien einzubeziehen, weil er zum Beispiel dann möglicherweise da einfach nur ganz niedrige Prozentzahlen bieten würde. Mhm. Oder spielt das keine Rolle Ihrer Meinung nach? Können Sie mir kurz ein Beispiel geben, was Sie unter der zu spezifischen... Naja, also wenn ich jetzt anfangen würde, muss ich kurz überlegen, also Objekte, die dargestellt werden, verändern sich ja in ihrer Darstellungsweise auch manchmal relativ stark, also wie man jetzt möglicherweise eine bestimmte Art von Stuhl darstellt, aber auch wie die Ägis zum Beispiel der Athena dargestellt wird und so. Das ist immer die Ägis, aber die sieht halt unterschiedlich aus. Und die sieht in unterschiedlichen Medien auch wieder unterschiedlich anders aus, weil man sie anders darstellen kann. Nur ein ganz Beispiel, da gibt es sicherlich viel bessere Beispiele. Also würde das jetzt, wenn ich das jetzt zum Beispiel unterklassifiziere, oder wenn er nur einen Teil trainiert davon oder nur einen Teil als wichtig erkennt, jeder, das kennt natürlich vom Trainingsdatensatz ab, was ich da jetzt davon nehme, wenn er dann sagt, oh, da sind schon wahnsinnig viele Schwarz-Weiß-Kontraste in den Schuppen da, dann nehme ich das als nimmt der Algorithmus vielleicht unbewusst das als kennzeichnendes Element und sagt, ah ja, und dann schließt er eben alle anderen Darstellungen von Ägiden einfach dann aus. Und würde mir nicht die Ergebnisse liefern, die ich aber eigentlich bräuchte, um eben zum Beispiel, zum Beispiel die Ikonografie der Göttin Athena jetzt irgendwie über zwei Jahrhunderte hinweg zu verfolgen. Also, wie sehen Sie das? Geht es da um menschliche Formen auch? Oder, ja, das menschliche Formen ist, glaube ich, das kommt darauf an, ob man, das ist ja auch eine Überlegung, ob man quasi menschliche, also Teile von Menschen auch als Objekte klassifiziert. Also die Frage ist, wie man eine Hand darstellt oder so weiter. Aber ich würde jetzt eher mal objekthaft orientieren, also wirklich das Objekt im Bild. Auf das Objekt als solches. Also nicht Objekt im, nicht, das habe ich schon gelernt, nicht Objekt im informatischen Sinne, sondern Objekt in unserem Geisteswissenschaft. Als Artefakte, ja. Ja, als Artefakt, genau. Genau.
Ja, also wenn man natürlich so universale Dinge hat, wie die menschliche Form, nicht, dann könnte es etwas leichter sein. Ansonsten ist es tatsächlich so, wenn Sie Ihr Korpus zusammensetzen, sagen wir mal jetzt aus Schwarz-Weiß-Fotografien, weil die halt irgendwie die primär jetzt verfügbaren, nach 75 Jahren frei werdenden Bilddarstellungen sind, über die wir arbeiten können, dann aber eben neue Fotografien da reinspeisen, die Sie irgendwie selber gemacht haben, ganz klar, dann senken Sie wahrscheinlich Ihre Chancen. Ich würde gefühlt einfach annehmen, dass man vermutlich dass man eventuell mehrere Durchläufe machen kann. Man kann einen Durchlauf machen, in dem man eben allgemein alle Darstellungen quasi einer Ägis zusammennimmt, mit der trainiert und dann eben sagt, aha, hier haben meine Ägis, okay, zweiter Klassifikator zuschalten, der eben darauf trainiert ist, Ägiden über ihre Veränderungen im ikonografischen Sinn zu erfassen. Das wäre jetzt eine spontane, also ohne, dass ich jetzt tiefergehende Kenntnisse habe, wäre das so spontan ein Ansatz, den ich versuchen würde, um mit diesem Problem irgendwie umzugehen. Weil sozusagen den Universalklassifikator, der auf alles trainiert ist und der dann auch noch spezialisiertes Expertenwissen ausgeben kann, den gibt's nicht. Also da muss man sich mit verschiedenen Lösungen behelfen. Und auch wir merken das, dass eben, das haben wir gesehen, nicht, dieses Problem der, dass er eben, weil die Klasse Stuhl sehr viel häufiger vorkommt, wahrscheinlich als Armlehnstuhl, in diesem Generalisierungsbeispiel, eben sagt, das ist ein Stuhl und nicht, das ist ein Armlehnstuhl. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wie unscharf darf denn das Wissen sein, was so ein Klassifikator erzeugt? Und bin ich dann damit zufrieden oder sage ich, nein, du böser Klassifikator, du hast das völlig falsch verstanden. Ich will aber hören, dass das ein Armlehnstuhl ist und nichts anderes. Ne? Also es geht genau eben auch in diese Richtung. Ja, wir kommen immer zu demselben Punkt, das ist die Menge der Daten, auch die Menge der annotierten Daten ist, ja. Die notwendig ist. Ne? Also wenn Sie nur drei Ägiden annotiert haben und die sehen alle drei anders aus, ist natürlich das sehr schwierig. Und dann kann es zu den Fehlschlüssen kommen. Ne? Jetzt die Ägis war auch vielleicht von Corinna ein schlechtes Beispiel, weil die in der realen Welt nicht existiert und deshalb natürlich in den Bildwerken auch immer wieder anders dargestellt werden kann, weil die eine andere Vorstellung haben kann, wie die aussieht. Das ist bei Stühlen nur noch etwas einfacher. Ja. Und da würde ich schon sagen, dass zum Beispiel Formen, also sagen wir mal, wenn wir jetzt einen Stuhl in der Gemme hätten, keine Ahnung, ob es das tatsächlich gibt, ja, ja. Mit Stuhl in einer Reliefdarstellung und dann mit, sagen wir mal, irgendwie einer Wandzeichnung, einer farbigen eines Stuhls, dass es da durchaus Überschneidungsmengen gibt, die der Klassifikator auf jeden Fall erkennen kann. Und Peter Bell hat das, der Kunsthistoriker hat das in seinen Arbeiten sehr schön gezeigt, gerade die menschliche Form, wenn sie denn vorkommt, die ist erstaunlich universell und kann in einer Vielzahl von Medien eigentlich sehr, sehr gut erkannt werden, was auch irgendwie nahe liegt, weil Personendarstellungen gibt es eben beinahe überall und da können sie natürlich mit anderen Mengen trainieren. Plus sie können eben auf all die Fotos zurückgreifen, die es bereits gibt.